Zeig mal her, Regenwetter. Gucken wir uns mal an. Regen in Berlin. Guten Morgen. Guten Morgen, ja. Wetter Berlin. Wetterberlin.de. Sag mal, Regen ist doch alles voll. Ja, ich sehe. Ja. Oh, ist schlimm. Werbung. Na, das Wetter. Da mal kurz einen Blick hier hoch. So sieht das aus. Also bis später. Wenn was passiert, melde ich mich. Ein Atem nehmen. Was gibt's neu? Gibt's was neu? Wo soll ich herkommen? Ist ja im Moment noch nicht los bei den Drillern. Macht ja echt die Sommerzeit bemerkbar. Dass die Bäume wachsen, wa? Naja, bei Claudi kommen nur noch irgendwie, das waren vorhin so meine Gedanken, wie ich in die Richtung gelaufen bin. Ich denke, ey, irgendwie haben die nur noch, entrümpeln die nur noch Küchen. Also nur wirklich noch Töpfe und Teller und Besteck und so. Und da meinst du eben rum zu mir, na, na, ich hab das Gefühl, wir entrümpeln nur noch Küchen. Ich sag, ja, das gleiche hab ich mir auch gedacht. Nur noch Töpfe und so ein Scheiß. Ja, bei Ali ist auch nicht. Kannst du halt vergessen. Gestern war ich mal bei denen da in der Romanstraße, bei denen da war, der hat auch nichts. Naja. Der mit dem Keller? Naja. Hast du dir das angeguckt? Was denn? Der hat sich ja nicht gemeldet bei mir. Du meinst den Keller da bei Ali? Ja. Nee, hat sich nicht gemeldet. Ja. Keine Ahnung. Bestimmt Aussichten. Man sich immer drauf freuen können. Ja, man muss ja auch nicht immer was buchen. Oder? Ja, aber buchen ist schon nicht schlecht. Wobei das Geld alle wissen. Ja, aber du hast. Ja, alle. Oh, was für ein schöner Teddy. Ja? Sind wir grob? Nee, da nicht. Habe ich noch zwei Stück im Geld. Genau, die gelben. Mein letztes neue Drehter eingezogen, weil die Drehte durchmachen. Ja, Osten einfach weg. So viel Aufwand. Naja, das geht ja schnell. Wenn der nur durchgesteckt. Was gibt's hier? Na, nisch. Ich hab ja auch nicht. Katastrophe mit dem Wetter heute. Ich habe ein Standtuch gebaut, damit man sieht, dass ich da bin. Die meisten Fahrradlinien ja nicht erst aufmachen bei so einem Wetter. Auch bei mir natürlich nicht in der Frage. Naja, ja.
Zwei Zuschauer. Ja, Mahlzeit, Mahlzeit. Stimmt, Datum wollte ich auch noch machen. Ey, was für ein Wetter, was für ein Wetter. Ey, Mann. Naja, bist ja aus Berlin. Du wisst ja Bescheid. Oder so. Datum. Hat da recht. 16. Und heute ist einfach so. Mittwoch. Ihr könnt nur ein Däumchen drehen. Nicht los. Aufräumen wieder. Könnte man machen. Ah, was seid ihr? Voll für den Arsch, gerade das Wetter hier. Für den AA. Guck mal, ob es heute noch ein bisschen unverliebt mit dem Regen, mit dem riesen Schirm da draußen. Ich hoffe ja nicht. Ja, Kaffee. Bei mir ist es Kaffee. Kippen, ich rauche ja nicht. Aber Kaffee kippen. Platz und Tief wird alles weg. Den ersten. Das hier alles. Inklusive Stick. Das ist ja für die Diebe, wenn ihr einer klaut, ne? Der klaut wird erhängt. Ich muss mal so ein Schild dran machen. Oh, scheißegal. Hopp. Ah, kommt da hier hoch. Ah.
Kunststoffbleche, kannst du alles vergessen. Ja, ohne Scheiß. Fast gerade für den Moment. Schutzbleche, Schutzbleche. Ich mache jetzt erstmal hier vorne, weil die kommen ja hier raus. Bleche. Noch ein Blech. Und auch raus. So, weiter. Was haben wir noch? Gut oder was? Ich will es ja wohl nicht. 25 Zoll. Kettenschutz. Ich demontiere jetzt die ganzen abgeschraubten Teile. Die werden jetzt demontiert. Ja, jetzt werden sie rest zerlegt, sozusagen, und dann wegsortiert. So einfach ist das. Das ist das, was ich sagen wollte. Durchhaltevermögen ist, wenn man trotzdem im Laden ist, auch bei so einem Wetter übrigens, ne? Nicht hier, rausgucken, ist so scheiße, mach den Laden hier, die ganzen Pfeifenköpfe hier links und rechts von mir. Bei so einem Wetter, das ist ja wohl, das schneiden oder nicht hier oder sowas. Im Winter, hätte schon mal zu dir fällt.
raus, auch bei so einem Wetter. Packt mal Schirm auf die Bord, damit man sieht, dass ich trotz Regen da bin. Aber ich glaube, das wird ein schwerer Tag heute. Soll die ganze Zeit so sein? Ja. Wisst ihr nicht, weiß ich nicht. Ich wusste ja nicht, dass sie so Regen angesagt haben für heute. Ich wusste, dass es kälter wird, ja. Aber ja, das ist eine Masse. Ich hoffe, ehrlich gesagt nicht. An Regen hat es ohne mich gerechnet. Ehrlich gesagt schlecht. Ach Gott, da liegt nur hoch raus. Optimalisch, der rennt zu seinem Ziel und dann wieder zurück. Okay. Ach, bist du so spät jetzt nach Hause gekommen? Du warst ja um 1 Uhr nochmal unten. Ja, ich hab heute gefragt. Weil Hannes kommt gleich mit dem neuen Kühlschrank. Deshalb war ja noch die Führung und alles. Ah, deswegen hat er erstmal Hause. Bei 100 hast du um 1 Uhr noch. Ja, was geht hier noch was im Müll? Was ist denn da los? Okay. Wo wohnst du denn? Ich meine, du musst ja jetzt nicht schreiben, aber Stadtbezirk? Hat, was haben nicht gemerkt? Nee, was war denn das? Guck mal an, oh. Oh, linker. Mal Richtung Norden. Nord. Guck mal, wie ich das abkriege hier. Ja, naja. Ist ja egal, jetzt kriegst du einen Kaffee da und ich trinke meinen Kaffee hier. Trinken wir beide vom Computer. Wer ruhig, Lenny? Oh. Wunderbar, der ist so ja noch leicht gewärmt. Jemand so und so. Über eine Stunde? Wieso nicht laufen oder? Kann ich auch nicht rum so Dinger machen.
so, wie sagt man? Mann, jetzt wird das ein bisschen los. Wortfindungsschwierigkeiten oder was? Häufchen halt. Häufchen. Bremse, Bremsen, Schaltung, Hopp. Bremse, Bremshebel, Bremshebel, Bremsen, Lenker, Lenker. Oh, ja, da kommt dazu. Licht und Licht und Licht im größten Sinne. Kettenschutz. Zug. Ja, so, warte mal, Butter. Achso, fährst du mit Öffentliche? Ja, mit Öffentlichen ist das immer so ein bisschen nervig, das stimmt schon. Da hast du wohl recht. So, der ist hier noch richtig gut. So, Kopf ist leer. Aber ich hab noch mehr, keine Angst. Ich hol gleich Achtung. Das war so in die Ecke zu schmeißen, alle da, ja, aber das ist bei mir manchmal so. Dann kommst du nicht dazu, gleich wegzubringen, du sitzt in der Ecke da. Meine Frau ist jetzt zum Zahnarzt, zum Kudamm. Mit den Kindern, also Kinderzahnarzt ist das. Gerade jetzt, jetzt ein Termin. Jetzt ausgerechnet. Jetzt wo so klar ist, ey. Ist ja klar. Ich will schon mal Nachschub. Schüttelt richtig, ist ja unglaublich. Ja, aber durchhalten, ne? Trotzdem, auch bei dem Wetter. Das ist ja alles nichts. Ah, ich habe mal gesagt, was er nicht tötet, macht ein Arbeit. Das ist so ein Schwachsinn, wenn ich zum Weiber jetzt frage. Thank you.
zur Hölle soll das denn sein? Ach, der Mofa. Sieht doch nie raus. Okay, diese Apple. Okay. Ah, gut, recherchieren, was ich. Kostet noch nicht so gut, das ist prima. So, Kohle an, der muss so bleiben. Komm vor. Aber Schlappräder sind ja teuer, musst du ja nicht verschenken. Was ist denn? Nehme ich gerne natürlich. Ja, Vorderräder habe ich auch da. Aber, naja, obwohl, wenn es DDR ist, dann kriegst du auch nicht so viele. Aber wenn das Geld ist Geld, muss man nicht verschenken. Nehme ich natürlich gerne. Also. Aber selber aufbauen und bei eBay Kleinanzeigen drin ballern. Das ist 80 Euro wahrscheinlich für, wenn es fertig ist, wenn es aufgebaut ist. Da muss man allerdings ein Vorderrad ein bisschen Geld drinstecken. Genau, oder? Also ich nehme es gerne. Was ich nicht immer gerne. Gerade Miniräder, Klappräder. Sind toll. Pedale. Oh. Apropos Mini-Klapprad, guck mal, was habe ich denn hier? Von einem Klapprad. Super selten. Neulich hätte ich gebraucht. Hier liegt rum. Scheiße. Klapprad. Alles. Boah. Achso, das hat noch eine Reihe an die Tür. Garnitur komplett.
Ja, kannst du machen. Ach ja, Fahrrad, Fahrradsalon, Facebook. Ach, ich kenne mich damit nicht aus. Ich bin auch nicht so der Facebook-Mensch. Hab mir nochmal dein Profil angeguckt. Jetzt vor kurzem, weil er irgendwie bei mir. Nicht die Sendepost oder so. Oder ich weiß ja nicht, wie das funktioniert. Facebook habe ich überhaupt keine Ahnung. Ich bin so ein Computer-Legastheniker, so voll der Mongo. Ach, ich habe ja keine Zeit für Computer. Ich habe so einen Schraubenschlüssel in der Hand und schmierige Boten. Aber wenn ich einfach mal am Computer bin, dann sehe ich immer sofort alle, dass ich am Computer war, weil ich alle Tasten voll geschmiert sind mit Fett. Ja, deswegen ist Computer nicht so mein Ding. Aber kannst du mir alles senden? Ich gucke mir das an. Natürlich, ich werde sehen. Kein Problem. Ich bin verrückt, ich flipp aus, ich kann nicht mehr. Oh, das ist ein Hallo. Alter, der Schwede, ey, jetzt sind halt noch was über Platte. Was sieht denn hier? Guck mal, das ist wie die Abwechslung. 25, 90. Ey, die war nicht verbaut, das ist Goldstaub. Fuck, Goldstaub, ey. Muss ich in Waffen. Waffenöl einlegen. Den Ölpapier einschlagen. Und dann vergraben. Ah, dann 100 Jahre ausgraben. Das ist ja so geil. Von 25,90 D-Mark auf bestimmt 100 Euro kostet was jetzt. Bestimmt. Ja, was geschrieben. Genau. Kannst du einfach dazu schreiben, was du willst. Für das Rad oder für den Rest vom Rad, für den Teil vom Rad. Und dann schauen wir mal. Oh, und wenn du frisch warst, mein Trainer, dann antworte ich gar nicht darauf. Also, wenn du jetzt hier kommst mit VW, ich will 5 Euro für die Scheiße, dann ist jetzt bei mal ein Schreck, ich will 2. Wie ein Quatsch. So, ich muss jetzt. Was ist denn jetzt der ganze andere Scheiß? Kinder, was macht ihr denn mit den Kohlen?
55, genau. 55, 55 ist gut. Nee, blind kann man eh nicht sagen. Deswegen, Ellie sagt, musst ja mal vorbeikommen, kannst ja auch den Laden angucken, das ist irre. Es ist total voll. Ellie sagt, brauche ich gar nicht. Ne? Aber so was, bevor es vergammelt im Keller oder irgendwas, nehme ich das natürlich immer. Das ist ja mein Problem, was ich habe, weil viele kommen ja wirklich hier an mit irgendwelchen Rädern, ja, das sind Tamm, ja, sonst sind die so geschrott. Dann denke ich immer, nee, also, das wäre doch wirklich schade. Das ist hier. Nehme ich den Kauf natürlich auch Sachen. Oft genug. Und wenn es mit schmalen Taler ist und so, dann sowieso. Aber ich kaufe nicht alle. Auch manche denken ja, ich kaufe alle. Ich komme jetzt vorbei. Und ein Scheiß. Mein Freund. Hat den Platz nicht. Das ist voll. Die Rippe ist voll. Ich kann schon anfangen, die Kugel hier mit Haufen zu ziehen. Das ist ja schon. Kann ich ja mal. Rechts, rechts, die da waren. Immer rechts, rechts, rechts. Warum nicht ohne linke Pedale? So, nächste, next. Dies. Was sind die wieder lecker? Ja. Thank you.
Bremshebel ab. Oh, wieder Lenker. Wieder Lenker, alles wieder. So, weiter. Griffe mache ich alle Mühe, die sind alle ruhig. Ah, also wenn da ein DDR-Griff bringt, ist irgendwas Geiles oder so, unbeschädigt. Dann nehme ich noch auf. Oder einfach mal unten bei Griff irgendwas Geniales. Das wird hier nicht vorkommen. Schabriko ist schön Bremskombi. So, was haben wir noch dran? Ein Jugendstück. Ich schraube da. Das ist ja. So, haben wir.
So weg. Eins in Deutschland, der Regen hat aufgehört, Kaffeepause kann beginnen, Herr Birner hat einfach mit meinem Geld weg. Also da, haut ab mit meinem Geld. Veruntreut quasi das Geld, die ich mir eben hab für Kaffee. Das ist so voll schwer. Das ist halt eine Kamera für den Laden, oder? Ladencam. Jetzt sieht er Kaffee. Dem Affen Zucker. 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 Krieg noch was? Krieg noch was? Hä? 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 Krieg noch was? Krieg noch was? Ist das alles? Hä? Hä? Ja, die hat lange nicht mehr gesehen. Wer denn, Uwe? Ja. Na, der hat keinen Bock mehr. Jetzt ist er fertig. BBF. BBF? BBF hat bestellt? Nee, ich hab nicht bestellt. Hat Wagner bestellt? Wagner Pizza Ofen frisch? Ja, hat er. Ist ja ein Ding. Ich glaube 6 Euro. Der hat doch ja nicht offen. Carsten, schnell noch ein paar Millionen verdienen. Ja, jetzt wird es langsam Zeit. Ich brauche 6 Millionen. Warum? Bis Ende des Jahres. Warum? Ja, kann ich das Haus kaufen. Das hier? Ja, warum nicht? Wer sagt denn, das gehört das jetzt Oma? Das ist jetzt Oma? Nein, jetzt sag Ecke. Ich will es einfach haben. Nein, ist Quatsch. Also wenn ich 6 Millionen habe, ich glaube, ich weiß nicht, ob würde mir was anderes einfallen, als das Haus zu kaufen. Ja, wollte ich gerade sagen, würdest du das überhaupt kaufen? Eigentlich ist es ein schönes Haus, ne? So. Meinst du, wie an der Ostsee wird das dann umgestaltet? Kriegt das so... so einen Namen, so Villa Müller. Hässlich ist es nicht. Ist das mein? Hast du gezahlt, alles dahin. Mensch, morgen muss ich ja schon mit dem Essen vorbereiten. Ah, habe ich ja gar nicht eingeplant.
Schlons erstmal einkaufen. Das ist auch so eine Mischung, die Gummistiefel. Hast du schon mal einen Gummistiefel einige Vögel? Nee. Ja, das ist ja nicht wahr. Ja. Man muss wieder aufpassen, was man sagt hier in der Öffentlichkeit. Wieso? Das ist real life hier. Was soll ein Gummistiefel in den Vögeln? Machst du? Also wenn du selber Gummistiefel an hast oder wenn sie Gummistiefel an? Gummistiefel und dann hier als Andreaskreuz vorm Eingang. Aufhängen oder was? Nee, nicht aufhängen, dran nageln. Na, auch verkehrt rum. Na, wie diese Eisenbahnkreuze. Merk wir schon. Hier über die Diagonale. So drehbar. Als Glücksrad. Ja, als Glücksrad. Dann sitzen wir hier so. Siehst du mal so die Kotze fliegen so. Ja, ist ganz schön pervers hier. Ja, komm auf dumme Idee. Ja, da kommt was. Da kommt was für dich. Leder. Ja. Schmeckt aber gut. Ja. Das ist schon hardcore. Wolfgang guckt aufs Fenster. Oh. Ach, da hinten. Mäcki! Oh, gleich. Oh. Noch sieht das nicht. Was sieht er nicht? Das sieht er nicht. Er guckt halt in die Richtung. Sieht er das echt nicht? Er ist blind. Guck mal in die tiefen schwarzen Augen. Jetzt? Jetzt hat er gesehen. Registriert sein Schirm hier. Bei ihm braucht der Strahl des Blickes genauso lange, wie als wenn du laufen würdest. Also du meinst, das ist bei ihm nicht, das ist doch Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, bei dem ist das zehnmal weniger. Das ist eigentlich 300.000 Kilometer die Sekunde. Das heißt, bei dem sind das nur 30.000. Warte, nicht 33.000 Kilometer die Sekunde? 300.000. 300.000? Ja, bei ihm 33.000. Das kommt hin. Wenn die Information so spät ankommt. Ich habe jetzt schon gesehen, dass meine Familie kommt. Moin. Moin. Ja. Geht's wieder los? Der Horror am Nachmittag. Guck mal, da oben ist das. Hey! Oh. Wir haben einen neuen Kühlschrank bekommen. Ich weiß alles. Verdammt, ist vorbei. Bein. Jetzt gibt es nur noch drei. Meine Kinder kommen. Ja, wie's, wie's. Visualisiert. Hinterm Baum. Zweite Etage hinterm Baum. Da. Ah, Nuxta. Und? Ah, du warst nicht tapfer. Warte, beim Zahnarzt. Zeig mal. Zeig. Kann ich mir aufmachen. Ich back das nicht. Toll. Haben Sie eine Bitze drin gemacht? Keine Spritze? Nee. Was ist das? Ich habe einen Platz gemacht. Platz gemacht? Haben Sie weggefeilt? Nein. Waren Sie beide beim Zahnarzt? Lumen auch? Ja. Lumen war nur spielen beim Zahnarzt. Ich hab. Ich hab. Ja, mit diesen demineralisierten Zahn.
Aber ich habe auch was gespielt. Soll ich dir sagen? Wart ihr in der Spielbox? Ich habe gespielt. Ich habe gespielt am Fernsehen ein Spiel. Ja, ich was auch. Ich? Ja. Ich auch. Hallo! Besoffenes Kind? Und ich darf nichts essen. Ich darf nichts essen. Das ist ja ein Ding. Lumens Zähne sind ja sehr gleichmäßig, ne? Ja. Meine Zähne. Also, und bei ihr das... Ja, das ist ja gerade alles im Wechsel. Das sieht sogar schöner aus. Ach so. Ach so, weil die neuen bei ihr jetzt kommen alle. Naja, klar, die Vorderzähne sind neu, die nicht. Und also ist alles sehr durcheinander. Ja, das also schiebt sich auch, die hat sehr gerade Zähne gehabt. Bis jetzt schiebt sich das so ein bisschen durcheinander. Ja, es kriegt ja jetzt auch mehr Zähne. Deswegen, die Zähne sehen bei ihr riesengroß aus für den kleinen Kopf. Anouk, du musst jetzt warten. Ist jetzt halt einfach mal so. So, die fällt hin. War sie schon im Bus, die wurde schon angeschrien vom Busfahrer. Ja. Kann das Schwein mal endlich da oben aufhören? Ja, und dann bist du runtergegangen, dass du die Kind auf die Toten setzt, hast du gesagt, machen wir mal. Aber er hat auch nichts gesagt, als wir runtergekommen sind. Und ich habe auch gesagt, dass das Kind ausklopft hat, das Kind. Wenn du den ganzen Tag unterwegs ist, ja. Die brauchen doch viel Schlaf, die Babys. Ja, Mittagsschlafzeit ist jetzt. Und ist verzweifelt, weil sie verhungert jetzt gerade. Ist nicht so schlimm. Ich esse dir einfach was vor. Der Look läuft schon auf Reserve, wa? Notstrom. Sie hat nach dem Frühstück nichts mehr gegessen. Notstrom. Weil ich mal losgehen muss. Also wir haben um 10 Uhr gefrühstückt, ja. Nach dem Frühstück nicht mehr essen. Hungertod. Oh, Hungersnot. Voll Hungertod. Naja, in einer Stunde kannst du ja nicht. Also von 2 bis 3 Stunden. Was hat sie denn jetzt gemacht? Naja, der kaputte Zahn wurde jetzt. Ja, diese gute Stelle wurde rausgeholt. Rausgenommen und glatt zu verspachtelt. Genau. Anouk hat auch so einen demineralisierten Zahn. Schon ja, der hat ja keinen Zahnschmelz. Wo kommt sowas her? Das wissen sie nicht. Das ist eine neue Erscheinung. Eine Neuerscheinung? Ein neues Phänomen seit 10 Jahren. Seit Fukushima. Haben das Kinder jetzt. Also mittlerweile hat das fast jedes dritte Kind, dass der Zahnschmelz nicht aufgebaut ist vor dem Kind. Papa, guck mal, was ich gekriegt habe. Die wissen nicht warum. Die forschen noch. Das muss irgendwann passieren, von Geburt bis einem Jahr. Da werden die Zähne mineralisiert eigentlich und auch angelegt oder gebaut oder keine Ahnung. Und da muss irgendwas in der Entwicklung schief. Was, jedes 10. Kind? Jedes 3. Kind. Jedes 3. Kind? Ja. Ich glaube. Ja, aber ohne Zahnschmelz hast du ja keinen Schutz. Genau. Das hat Andrea mir erzählt, sie hatte eine Kundin, da hat die Tochter das an allen Zähnen. Wollte ich gerade sagen, betrifft es dann alle? Das sind die 2 Zähne bis jetzt. Sind ja nicht alle durch. Wir brauchen mal die $100. Und die hatte auf jeden Fall alle Zähne betroffen. Und die haben gesagt, also bis, die soll schon mal anfangen zu sparen, bis 20 wird das Kind keine echten Zähne mehr haben. Das ist ja ein Ding. Mama, das ist ein Zebra. Was? Du hast 44. Ja. Oh, gib mir 5. 6. Was, das ist jetzt eine Wechselstube oder was? Ja? Wechselstube. Dollar gegen Euro? Gegen Euro? Nein, nix. Exchange. I would love to. Ah. Dann ist. No exchange. Yesterday was a good man leaving me as a guarantee paying with dollars. Ja, aber ich weiß ja gar nicht, wie Dollar aussehen. Ja. Hey. Nackig.
nackig. Ich habe nur diesen. Nein, I know. Diesen Stripper-Dollar. I have only one Stripper-Dollar and that's it. Weißt du, die 9 Dollar, die sehen ja alle. Kenn ich gar nicht. I know if it will continue raining. Yeah, it will continue. Yeah. I don't know when. Today? Yeah. Today maybe. Ich macht mich wahnsinnig. Ah, thank you. Okay. Ja, ist schlecht drauf. Die nehme ich jetzt mal mit zum Schlafen von mir. It's your daughter. Ja, one of these. I have three. Three of them, yes. Okay. Sitz in der Tür. Bye. Bye. Watch out the stand. Yeah. Wie Andrea gestern erzählt, dass eine Kundin ihren Kopf gehabt hat. Und eine Kundin hat ganz stark geschrieben und erzählt, dass sie betroffen und ihren Zuhörer gesagt hat, auch noch mit Versicherung oder sowas abschließen, die soll jetzt sparen, damit 20 Euro keine eigene Zähne mehr haben. Dann ist es eine Ader? Was denn? Nein, das hat sich angemalt. Angemalt? Haben wir zusammen gemalt, da beim Zahnarzt. Und dann gucke ich Skadi so an, dann hat sie sich die Lippen so mit grün, dann hier blau. Bestimmt liegt das an der Genetik. Das ist bestimmt eine Sprungmutation. Also, ja, wer weiß. Umwelt. Wie meinst du, die fallen alle aus, weil sie jetzt alle Veganer sind, haben so eine Sprungmutation gemacht. Ja, also, jetzt fallen sie alle aus. Die brauchen das ja, das ist wie bei den Meisterszenen auch, nur hat das sehr viel länger gedauert. Das, wir brauchen die nicht. Wir sind, nee, was machen wir denn? Schlürfen Suppe, Regenpfützen leer. Ja, wahrscheinlich bereitet sich der, die Spezies darauf vor, dass sie nur noch Astronautennahrung zu sich nimmt. Flüssig, Liquid I. Ja. Interessant. Also meinst du, in 20 Jahren sind Zahnärzte überflüssig? Ja, vielleicht keine Zähne mehr. 200 wird das schon dauern. Wahrscheinlich werden die immer weiter verkümmern oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das sind wir die letzten unserer Spezies? In der klassischen Form, ja. Hey. Also so von wegen Blender mit einem schönen Lächeln. Zahnarztwerbung, die gibt es dann alles nicht mehr, wa? Ist ja ein Ding. Vielleicht ändert sich gleichzeitig, oh, sie hat Hunger. Gleichzeitig auch das Schönheitsideal. Ein schönes Lächeln braucht keine Zähne. Das wäre der, wa? Ja. Stellen Sie Wolfgang als Ideal ein. Ja, genau. Mackie. Okay. Mackie. Das ist der Prototyp. Wolfgang ist der Prototyp. Na gut, Tommy, ich geh mal vorbereiten. Oh, bis dann! Ja, wegen Mittag muss ich erstmal einkaufen gehen. Ich hab schon Hunger. Am Mittag kann ich vielleicht Picknick essen. Ich geh vor 3 Stunden ein. Alter, Nuki, ey, du bist voll durchgestylt, hast neue Schuhe und alle. Das, nee, das sind ihre Sportschuhe, dadurch, dass die jetzt fast zu klein sind. Ja, aber die hat es ja schon lange, über ein halbes Jahr bestimmt. Ein Jahr jetzt. Ja. Naja, ein Kind wächst ja auch, ne? Ja. Ja. Der Tommy, seine Schuhe sind neuer. Und die Jacke hat sie auch angehabt, als wir MC live waren. Stimmt, die habe ich hier umgebunden dann, weil ihr das zu warm war. Na, ich gehe mal jetzt. Ja, besser ist. Ja, ich mach mal jetzt Dadi. So, gibt's was zu essen? Ich habe gesagt, ich muss erstmal einkaufen. Freitag zieht's Carbonara übrigens. Ja? Ja. Machst du? Ja. Musst du noch bis morgen warten. Ja, was übermorgen. Schaffst du? Musst du noch zweimal schlafen. Dann hast du nur noch 17 Mal bis zu deinem Geburtstag. Nee, weniger, 16. Erlebt sie ja dann nicht mehr. Wenn sie das ist geil, heute nicht zu essen. Die rechnet schon 265 Tage vor dem Geburtstag. Ja, es hat schon im März angefangen, hey, dass wir Einladungskarten machen sollen. Total geil. 21. 21. Gadi. Hey. Das hat sie nicht gesehen, Tommy. Den Hund hat sie nicht kommen sehen. Den Hund? Der ist gerade im Markt, der kann das wieder. Echt?
was man die Beine hat, ist respektiert. Was nicht gemeint, da war ich schon so. Zwei Beine gehen noch boom, voll auf. Das war, wie nennt man die? Rebounder? Die Fans. Guardi Defense waren. Voll so weggetackelt, die Mutter. So. Übrigens habe ich die Shisha-Bar gefunden gestern. Hast du gesehen? Ja. Und? Warst du drin? Nee, ich war aber draußen gestanden, aber da waren schon so ein paar Molukker vorne, die haben mich dann so komisch angeguckt. Ey. Also ich war dann vielleicht zwei, drei Minuten da und dann haben die immer komischer geschaut. Irgendwie. Ja, ich war halt direkt, da ist ja ein Bürgersteig dazwischen, ich war in der Straße da reingeguckt. Aber die haben trotzdem komisch geguckt dann irgendwie. Dann bin ich ganz langsam unauffällig weiter. Also es gibt ja ein paar, aber eigentlich mit der Größe, die ihr gesagt habt, kommen nur zwei in Frage. Und die eine ist, macht auch voll auf edel. Das glaube ich nicht. Na, ich meine, das ist ziemlich untergerunzt. Ja, dann ist es die vorne, die erste. Die wollen das jetzt so nach und nach alles. Wie heißt die? Der Eingang ist so reinversetzt, so zurückversetzt. Ja, stimmt, so ein Gang. Das heißt, die heißt Adner Bar, Adner Lounge. Adner oder Adra oder irgendwie so Adria oder Atlanta. Ja, Adner glaube ich eher. Akne. Akne Bar. Also hat nicht Adra Bar, Adnan Bar, irgendwie so. Also kommt mir das Ad. Adnan oder Adna Bar. Aber auf jeden Fall ist da, wobei ich sagen muss, von allen fand ich dort, war das Publikum noch am anschaulichsten. Also von den vielen, die es da gab. Da gab es noch eine, die war, die hieß Noah und dann noch eine Liefrau. Sie war total hochgekrimmt, gestylt. Und Alter, ich stehe ja fast auf der Straße drauf mit den Einpackungen. Und das ist, aber voll war sie, das muss man sagen. Ja, die gibt es wahrscheinlich schon länger, ne? Mit 1000 Meter ist das gerechtfertigt? Für den Laden? 1000? 4000? Überhaupt nicht. Wie kommen die denn da drauf? Das ist ja Wahnsinn. 4000 für den Laden, ey. Ich weiß nicht, gut, mit gewerblich ist immer so eine Sache da. Ich hatte noch nie einen Laden. Aber 4000 für die Bude, 2000 würde ich sagen, okay, jetzt vielleicht 2,5 maximal, aber 4 ist völlig überzogen. Also das Haus ist auch nicht doll, das Haus ist ziemlich, sieht runtergekommen aus. Innen haben sie das, glaube ich, ganz gut gemacht. Leute sind in den anderen waren, in der einen Bar waren nur Molukka, also nur so dieses türkische Blabla und Junge, und in der anderen, in der Liefbar, da waren eben auch vor schwerwiegend, also hat man gesehen, so Leute mit, da waren halt fette Benzen draußen geprotzt und die haben so, glaube ich, so ein bisschen Milieu. Milieu. Ja, ein anderes, genau, Milieu und so mit, was hast du gesehen, da waren die Weiber halt so ein bisschen edler und fand ich das so, das Publikum, was da gentrifiziert ist oder was so in dem ganzen Kreis da wohnt, das ist eigentlich eher in dieser Bar. Also das waren so junge Studenten, hoch, arme locker dafür. Was der da überall. Aber da fand ich, ich fand die von, vor allem fand ich die noch mit am sympathischsten zumindest. Sollte man da von Sympathien sprechen kann. Bin nicht so, Shisha-Bars sind immer komisch für mich. Das ist wie, das ist auch so eine Ding, so eine Nummer wie Video Girl. Oder wie Robbe. Also das würde ich nie aufmachen. Jambel ihn aufmachen. Hat er gesagt, ja? Ja, das passt so zu ihm. Ja, mit seinen Kumpels, aber der will mehr so einen Club haben, halt, wa? Das ist jetzt so, so ein Club mit seinen Kumpels. Ja, aber das ist Spielerei.
Ja, aber er kann sich das erlauben. Das ist doch was anderes. Wenn er die Knatter hat, kostet. Naja. Was willst du machen? Das kostet, wenn du einen richtigen Club machst, 50.000, 100.000. Muss er erstmal für den Laden selber zahlen, 50 bis 100.000. Ja. Also, dass er da rinkommt. Und dann brauche ich das gleiche nochmal für Renovierung und für alles, was da reinkommt. Okay. Und dasselbe nochmal für, damit er überhaupt erstmal das ganze Bene loslegen kann. Getränke. Hat man so viel schon umgesetzt da? Ist das schon reich? Wer? Jim? Womit? Durch seinen Spiegel? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Zumindest hat da Lunte geleckt. War der wenn du überlegst, vom Nichts, vom Taugenichts, hat der Vater ihm das einfach dahingestellt? Ja, ja, aber ja, klar, man kann mit Geld was machen. Das hat er gesehen, dass man mit Geld mehr Geld generieren kann. Das machen die schon richtig. Schenken die in den ersten Laden sehen und die meisten, sie sehen, oh geil, da geht ja was. Funktioniert und dann kommt und dann machen sie selber was. Ja. Das ist eigentlich ein gutes System. Man muss erstmal weit in Vorkasse gehen, aber es funktioniert. Ja. Das bringt die immer weiter voran, klar. Macht er sich da ja auch mit in dem Laden? Gar nicht. Er ist da, wenn er Bock hat. Ja. Meistens hat er keinen. Und seine Angestellten sofort. Das ist gut. Das ist das, womit ich mich ja immer abhängig mache, wenn ich den Angestellten habe. Dadurch macht man sich so. Das ist halt dann irgendwie so dein Laden und so. Wenn du das sofort auf Angestellte abschiebst, alles, und das dann funktioniert, im ersten Jahr, im zweiten Jahr besser läuft und so, dann ist alles cool. Ja. Aber wenn du das selber aufbaust und so, dann steckt was ganz anderes drin. Also dann hast du so viel Ring gesteckt und dann ist so ein bisschen so Herzblut, sagen wir mal, mit dabei. Fällt es einem schwerer zu delegieren? Fällt es einem schwerer, das einfach abzuheben, auch wenn es nicht einfach abheben so, sondern nur an Angestellte abzuheben. Und dann denkst du mal, ah, der könnte ja Fehler machen oder so. Das ist natürlich immer die Gefahr. Da haben die überhaupt nicht das Problem mit. Also ja, ein Schrittstecken groß. Stecken halt nur Geld rein. Geld und weg. Ja. Genau, Geld und weg. Ich habe mir Autosdinger an ihr gelächelt. Ich finde das geil. Da sind ein paar schöne Sachen dabei. Autos sind da immer gut. Warum nicht die sind hinten lose nur unten? Warum nicht schon? Verschiedenen, also manchmal wurde ja peu à peu zugetragen im Prinzip. Also zum Beispiel die vorne, diese ganzen Zweiradnummern habe ich zusammengekauft. Dann von den Autos habe ich jetzt zweimal gekauft, hier von Thürsten. Und dann die Schwabbellippe hat mir einiges vorbeigebracht. Weil mit dem immer. Kann ich was rausnehmen? Ja, weiß ich nicht so genau. Aber klar, kannst du erstmal, wenn du willst, kannst du rausnehmen. Wisst ihr nicht so genau? Behältst du? Nee, ich bin so. Ich finde den erstmal schön. Ist das nicht schlimm? Ich wollte dir den einfach nur mal so zeigen. Ist das schlimm? Nein. Dass ich dir das nicht verkaufen wollte erst?
Jetzt fand das einfach interessant so zu gucken, weil du interessierst dich auch so für technische Grafik. Die fand ich zum Beispiel schön, davon kann ich die gerne dann abgeben, dann habe ich ja mehrfach. Die finde ich schön, weil die toll erhalten sind. Oh, the story of the best car in the world. The Beyond. But of course, like... Just chill. Yeah, and I mean, like... But the battery... Zwei Pedale genügen. Spielplan für Motorräder. Ja, nicht, der passt nicht rein. Der hat schon zerknickt. Aber vielleicht ganz viele, ihr habt ganzen Amis. Alle. Moin. Ja. Den finde ich geil. Das ist ein geiler Prospekt. Genau, X6 ist auch der erste. Jede Größe und jede Leistung. Dankeschön. Bitte, bitte. Zitronen. DS. Musst du so eine Dynamos bestellen dann? Das ist ja auch nicht mehr. Echt? Ja, die dahinter, die Baut werden so schmal, die kriegst du nicht mehr. Das ist echt, so Fahrradzeug geht einfach auch weg, ist dann aus, ne? Ja, weil jetzt eine Konstruktion war, dass es hinterm Rahmen, Innenseite, hinten befestigt wurde. Hinten darf ich da nicht so weit aufbauen, dass wenn du mit dem Fuß trittst, dass du den nicht wegtrittst. Ah, deswegen darf ja der nicht so weit ausstehen hier, ja, weil der Fuß eher, naja, manchmal da rankommen könnte. Deswegen haben sie damals extra schmale Dynamos gebaut. Vielleicht ja kriegst du irgendwo im Netz noch so ein Ding, so ein Einer. Ja. Aber... Ein Vauxhall, auch Opel genannt. Renault. Der ist geil. Den hätte ich gerne. So ein Panel Van heißen die Dinger. Ja. So schön rund, so runde Ding. Ja. Die sind da ja nicht
Wofür würdest du die gebrauchen? Wie, als Werbeträger? Ja. Ein paar Geiler aus. Kult auch. Ja, Kult auch. Und alle nicht mehr im guten Zustand, weil eben Busse waren. Ne? Also ganz normal, das waren Gebrauchsfahrzeuge. Gebrauchsfahrzeuge, genau. Nichts Besonderes. Keine Sammlerstücke, nie gewesen. Der ist sehr schön. Ja. Mag ja Wanderer. Erster Gang 37%, zweiter Gang. Unbeliebtes Modell. Haben sie ganz wenig verkauft, der war nicht toll. Heute will ich ihn wieder haben. Oh, ja. Wir machen Werbung mit Mikroelektronik. Ja, das findet man gar nicht mehr heute. Doch, findest du ab und zu, aber das Ding ist so unbeliebt. Oh, mit Visitenkarte noch von VW. Harald Scherlin, Volkswagen Generalvertretung, Eduard Winter. Na bitte, passt doch. Eduardo. Geil. Daraus ist dann der Passat entstanden. Der Passat, der war ja. Das war ein Erfolgsmodell. Von Anfang an. Ja, wegen der Traum. Also Jetta, eine Mischung zwischen Jetta und Passat. Jetta genau. War schon immer genau. So ein bisschen. Jetta. Ja, die Klassik. Sand, Monito. Bist lieber gefahren. Der Porsche. Oh geil. Das habe ich bei Bayer gefunden, den Prospekt. Finde ich gut. Da habe ich endlich mal wieder was gekriegt für einen Fünfer. Ein Glas habe ich mal bekommen, auch auf dem Ostbahnhof. Den kannte ich vorher gar nicht. Der war mir überhaupt kein Begriff. Oh, die ist clean. Das ist ja schon lange her. Ja. Aber ja, das ist ein ganz clean. Das ist ja der große hier. Meine Hausraum-Porsche ist toll. Rückseitig ist noch eine. Ja. Was haben wir heute? Mittwoch? Mittwoch. 29 von Bike. Ja.
Mann. Moin Wolf, ja. Moin Moin. Gehst du einholen? Ach, ein bisschen. Muss ja mal raus und was. Ja, ja. Bisschen was Kohlen, gewaltig wäre wenigstens. Hab ja nicht mehr Kohlen was zu mittagen. Hab ja keinen Appetit, wenn es irgendwo. Ist es ein Wetter oder was heute bist du mir irgendwo so? Während ihr noch irgendwo oder sowas. Das ist durch deine Blutsenker und alles, Blutdrucksenker oder sowas. Hä? Ja. Na ja. Bestimmt die Medikamente, sag ich. Willst du viel Mensa, oder wie? Ah, was? Was hast du denn wieder? Ich hab nicht verstanden. Ich sage bestimmt wegen deiner Medikamente. Na ja, das ist so viel. Ich nehme ja schon so viele von die Scheiße und dann. Ja, ja. Auf Deutsch gesagt und. Kann man Wetter hier, dass das so schwül, wisst ihr meine? Ja, ist drückend. Naja. Aber da müssen wir durch. Naja, ich gehe langsam los. Ah. Wir gucken mal die Glühbirne an. Die ist kaputt. Hat ja schon doch was, Thomas, wa? Ha? Der Schirm da, reizt doch, wa? Ja, der ist doch gut, wa? Ja, ja. Ja, ich muss den festbinden natürlich, den Tisch. Also ich muss das alles festbinden. Den Schirm meinst du jetzt? Nein, das ganze Ding muss ich festbinden, das Fahrrad festbinden, damit es nicht umkippt mit dem Schirm. Ja, ja, der Schirm ist ein bisschen schwer. Der ist ein bisschen groß, ne? Ja, ja. Wenn da noch Wind kommt oder so, dann musst du die Wichte drin packen. Ja, ist klar. Aber gut ist er. Der Wolf hat Mütti und sie schenkt. Dennis auch da? Nee, der ist noch nicht da. Aber Thorsten, wa? Nee, der ist auch nicht da. Oder die Kinder da? Ist Kinder da? Ich bin ganz alleine. Ich bin traurig und ganz alleine. Ja. Und der Motor ist ja auch noch? Der ist wieder da. Und was war? Und kriegt man so ruf, wa? Ja. Ja, ja, klar, das ist also mit ein bisschen Arbeit, aber. Ja, ja, das ist besser so als. Besser so als. Als zerstört auf, der wieder. Auf zerstören. Scheiße, richtig. Ja. Mr. Vespa ist wieder da. Was nun? Falsch rum raufgezogen. Ja, vorne, hinten musst du beachten. Ja, aber das ist. Passiert mal. Gibt es ja einen Knopf vorne und hinten. Wenn man vorne aufzieht oder wenn man es hinten aufzieht. Ja, genau. Ich habe den Pfeil nicht beachtet. Hast du wirklich oder hast du jetzt einen Denkfehler? Weiß ich nicht. Kontrolliere nochmal. Oder muss er denn. Was mit dem Kopfhörer? Ah, ihr Jungs immer mit den Kopfhörern. Das ist ja unbehauptlich. Das ist mein Sohn. Hängt auch mal überall rum beim Pumpen. Das ist. Da drauf. Oder muss er denn drehen? Rotation. Die Richtung. Das ist falsch. Müsst ihr rückwärts fahren. Ja, eigentlich nicht schlimm. Aber der Anspruch an dich selbst, na, wie groß ist er? So groß, dass ich jetzt erstmal zur Arbeit fahre. Ja, gibt's doch gar nicht. Na gut. Ja, ich bin sei dir verziehen, solange du arbeiten gehst. Ich bin ja morgen mal zu dir. Thank you.
wir mal langsam hier, Thomas, ja. Wolfgang, bring was Schönes mit. Ich weiß ja nicht, was. Na, das weiß ich wohl nicht. Aber mir fällt schon wieder unter bei alle was ein, warte. Ja, irgendwas. Ja, ja. Ja, ja. Nicht. Kommt noch. Ach, tut mir leid, war noch nicht so weit. So, jetzt. Wo ist denn das? Schaltzug. Sag ich erstmal Dankeschön und auf Wiedersehen. Ja, bitte, bis morgen. Bis morgen. Schlunzikapsis. Die kommen rein.
Der Zug muss drin. Ich mach das gleich, ich guck mir das gleich an. Also. Aber normalerweise ploppt ja bei mir so eine Nachricht auf, wenn ich eine Nachricht bekommen habe. Ploppt bei mir am Computer so ein Dings auf, dass ich eine Nachricht bekommen habe. Das war jetzt mal gar nicht. Deswegen bin ich gerade hier davon ausgegangen, dass du mich schon gesendet hast. Oh mein Gott, guck mir das ja mal an. Muss ich nur rüber zu dem anderen Computer gehen, das ist da durch. Weil hier ist ja nur ein Monitor. So, haben wir. Ist jetzt gesendet, Svenny? Svenny Boy ist nicht mehr da, er ist enttäuscht, dass ich es noch nicht gelesen habe. Jetzt habe ich es gelesen. Jetzt habe ich ihm geschrieben, yeah, geil. Nehme ich auf alle Fälle, brauche ich auf. Finde ich, ist ein sehr schönes Fahrrad. Zug ist gemacht, jetzt macht alle gemacht. Mag. 18 Euro, jetzt auch für heute. Wunderbar. Neue Rad. One week check.
für eine Woche vermietet. Und davor war es neu. Nach einer Woche haben wir hier überall so eine Spuren. Die kriegt man wahrscheinlich noch wegpoliert. Dreckig ist es natürlich. Geil, es wurde schon mal auf den Kopf gestellt. Nach einer Woche. Das Rad ist eine Woche alt. Irgendjemand hat es schon mal auf den Kopf gestellt. Das Rad ist eine Woche alt. Eine Woche nach Vermietung und Schaltung ist kaputt. Vom auf den Kopf stellen. Mit eure Kinders. Das Scheißfenster. Kriegt man den Nexus 3-Gang Schaltfenster? Kriegt man das nicht einzeln? Ja, beide Stecker sind raus von der Lampe. So, sie hat kein Licht gehabt. Dreck läuft hier raus aus der von der Bremse. Das ist aber normal. Dreckig überall. Kette fällt dauernd ab. Der ist verbogen. Gerade biegen. Irgendwas reingekommen. Irgendwas hing runter. Vom Effektträger vielleicht. So. Ja. Super. Okay. Festziehen. Festziehen. War locker. Plastik. Jo. Klingel ist noch dran. Immerhin. Wenigstens etwas. Aber locker. Ständer. Locker, muss man jetzt holen. So, na dann spannen wir mal die Kette.
eine Woche noch unterwegs. Noch eine Woche. Tommy. Na? Sag mal. Mal. Ich habe hier gerade ein Schmuckstück gefunden. Ja. Dürfte ich das mal kurz bei dir stehen lassen? Ich will nur kurz zum Edeka gehen und kurz auf dem Rückweg wieder mitnehmen, weil... Wie findest du das? Aber du nimmst das mit? Ja, ja, nehme ich natürlich nehme ich es mit. Ich wollte es nicht bei dir stehen lassen. Meinst du, es könnte funktionieren oder meinst du, es ist Schrott? Weil dann nehme ich es gleich weiter mit. Wie meinst du das? Hast du mal Bock zum Schauen? Na, Kerzen drin. Da sind jetzt ein Kabel drin. Kabel drin, das schon funktioniert. Dann haben wir es gleich. Das brauche ich. Kerzen, ne? Aber der vorher das Plastik natürlich raus. Ja, das ist ein Job. So. Haben wir. Wunderbar, funktioniert auch. Bremse läuft. Ja, alles gut. Ist das wieder gerichtet? Aufpumpen noch. Das brauche ich definitiv. Tja, nicht mal einbar. Machen die denn dafür Schläuche rein, ey? Na gut, jetzt guckt der Ikiner zu. Sonst hätte ich ihm jetzt geschrieben, aber... Schwammige Bremsen. Bedeutet... Ja, das ist fit.
Tommy hat doch noch einen Fehler entdeckt. So, ich schreibe jetzt auch mal. Fehler hat der Tommy doch noch entdeckt. Das ist natürlich der Wahn. Pedalen sind kaputt. Nach einer Woche. Wie billig soll das noch werden? Nach einer Woche Pedalen durchgetreten. Das ist wirklich zu schnell. So. Das ist ja eine deutsche Abnahme. Wegen dem Licht. Aber wie kann denn sowas eine deutsche Abnahme kriegen? Mit der Qualität hier. Was das Tier aufreißt. Nach einer Woche benutzen? Niemals. Probe läuft die andere Straßenseite lang heute mit Betreuung. Ja, was willst du machen am Sonntag? Was ist denn das? Die Achse vom Morgen, ey, oben meine. Muss die Probe fahren, ich glaube die Achse ist verbogen bei dem Innenpedal. Frisch aus der Verpackung rausgenommen. Achse durch. Das ist alles Müll. Das ist doch alles Müll. Hi, sag mal, hast du ein preiswertes Fahrrad zu verkaufen? Im Moment nicht, ne. Hätte ja sein können. Aber manchmal ja. Also ich meine, alle Räder, die ich habe, sind ihren Preis wert, aber sie sind wahrscheinlich nicht in dem Rahmen des Preiswerten, wie man es wollte. Ja, in welcher Preislage ist das, wenn du welche hast? Nee, also sind ab 350 im Moment. Vergiss es nicht, ja. Was brauch ich mir ein Auto für? Ein Auto gleich. Aber ohne TÜV. Nee, ist schon klar. Ohne TÜV ist anders. Da sind Autos für.
Leute sind alle verrückt. Wo soll ich jetzt noch hinführen? Auto für 350. Können Sie ja kaufen. Kriegen Sie nicht mal in Indien für. Umgerechnet 1000 Euro, das billigste Auto auf der Welt. Also. Das sieht doch hübsch aus. So, jetzt habe ich es aber. Ja, und weil sie alle so denken, sind die Pedalen nämlich jetzt schon kaputt nach einer Woche treten. Weil sie alle gesagt haben, wir wollen natürlich nicht auch mehr. So sieht das aus. Und deswegen haben wir jetzt den ganzen Salat hier. Wir haben jetzt Müll auf der Welt. Ja, das ist ja alles Müll. Landet ja alles im Müll. 1 zu 1. In der Verpackung am besten. Also bis später, falls mal wieder interessant wird. Reinickendorf. Reinickendorfer Rad. Reinickendorf. Ja, da kommt ja nicht her. Ich bin gleich oben, Wolfgang. Ich muss mir kurz die Hände waschen. Ja, ja. Kurz Hände waschen. Ja. Du flippst aus, ey. Da flippst du aus, ey. Ach, du Tür. Immer alles selber! Außer alles! Total witzig. Ja, wo kommt sie denn her? Ja, vom weit weg. Das Reinickendorf. Reinickendorf. Das ist aber ein schönes Rad. Mach mal Pause, sagt der Wolfgang, und der hat was mitgebracht. Ja, sind die rüber, ja? Tada! Action-Shot. Dynamisches Aufreißen. Ich staune ja, dass du hier jetzt die von Heidelberg nach Köln. Wolfgang, das ist enorm. Was? Röllchen. Wow. Die kleine Anna kann auch mal von mir. Naja, brauchst so. Du nicht machen, wisst ihr? Ich weiß, gestern war ja wirklich Spaß. Ich spiele ja trotzdem gerne mal was. Du weißt ja, wie ich das meine, ja. Ist doch alles gut. 30er Jahre Bauer. Ja, Rahmennummer. Bauer hat wahnsinnig viel gebaut. Die sind nämlich Radbauer. Ja, mal jetzt ein bisschen sauber. Und danach werden wir mal sehen, vielleicht baue ich auch was dran. Teile dran. Aber also machen wir mal aus der. Es sind so viele Räder unten drin, über 200 haben wir definitiv hier unten drin im Laden. Die kann ich alle ja nicht ordentlich präsentieren, also die hier nicht stehen, sieht aus wie Müll.
angefangen, jetzt was zu schrauben, was zu sauber zu machen. Für mich kommt bestimmt gleich noch dran. Ich werde schon Papa los. Sollte man öfter machen. Einfach mit meiner Rider einfach sich irgendein Projekt vornehmen, was man schon mal lange mal machen wollte. Einfach anfangen. Und dann kommt Kundschaft. Funktioniert so gut wie immer. Moin! Hi! Was darf sein? How are you? Ja, fine. Good. Oh. So I was supposed to bring the bike back yesterday, or today. I think it might have been today. But I need to pay for another day. So for today and another day? Yes, I think. Yeah, for today. I forget what we had. Hike it. No, we can't. We need to return the bike, then go back and get our luggage, right? Yes. Unless you return your bike and we get bikes nearer to our place. You know, because this is... But the whole reason was to get a bike so we can bike around this area. Okay. Yeah. Okay, maybe we have to go outside and yes. talk. We don't want to waste no, your time. No, no problem. Oh. I wait here. Okay. Mensch, Wolfgang, wenn er immer mehr Schirme. Kommt noch ein besseren. Oi, 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 noch einen besseren. Ui. Noch ein besseren.
schön. We still have some time before the restaurant opens. Was hast du denn jetzt hier? Da kommst du nicht rin, Volker. Ja, aber das hält ja eh nicht. Dann biegst du die Bodenplatte nach oben. Ich will ja wohl sagen. Ja, das ist ein Schirm drin. Ah, du! Was für ein Sandkasten? Na ja, ja, wenn das nicht so große Herde ist. Ja. Bist du sie? Ja, Handypackt habt ihr da liegen lassen, kennt euch doch. Ja, aber Wolfgang, das ist ein Balkonschirm. Ne? Das da. Ja. Dankeschön. Kannst du auch vier Jahren auch nehmen? Ich hab Gewicht dafür. Zeig mal. Ich schenke dir, aber nicht hier, das ist schwer. Hallo? Ich muss sie bringen. Halb für zwei. Ja. Weil er darf wie nicht rennt, ich sag gerade eben ein Fall für zwei. Ja. Ich habe gerade gekriegt, Rente. Scheiße. Oder? Immer zählst du nicht. Ist das nicht genau dasselbe. Gehst du auch noch irgendwo hin, Zuschuss? Ja, klar. Ja. Vom Wohnungsamt. Ich bin bei Rathaus. Nee, und nicht. Schicken Sie den nach Hause. Brauchst du ja nicht. Brauchst du ja nicht. Die haben mich geschickt zum Rathaus. Ach, die sind da alle bekloppt. Geh zum Wohnungsamt in der Blaskorle, hol da Anträge und dann kriegst du das. Ja? Logisch. Entschuldige mal, darf ich mal neugierig sein. Wie viel Rente kriegst du denn überhaupt? 500. Ich habe nicht viel Geld dabei. Ja, das ist weiter. So, dann gehst du zum Blaskoalli. Ja. Fängst du hinten raus, dann gehst du nach vorne raus, gehst du nach, Moment. Nach vorne raus, dann gehst du gerade zur Wohnung, das wäre mal Krankenhaus gewesen. Und direkt zur Seite. Hinten raus, und dann da runter. So. Dann gehst du ruhig das Formulare. Ausfüllen und dann gibt es das alles ab. Wo denn? Bei was denn? Was das ist quasi bei Wohnungsamt. Wohnungsamt. Die übernehmen die Miete. Die übernehmen deine Miete. Ja. Du hast auch die Miete zu. Nee, wir haben geschickt zum Sozialamt, zum Rathaus. So viele Papiere, ich habe alles Hälfte wirklich wissen. Gemacht, aber. Du, ich kenne das. Wohnungsamt.
Grabungsunfälle gehabt. Da haben sie gesagt, das fehlt, 3-4 Meilen ja, fehlen. Ja. Bei mir genauso. Na ja, los. 30 Papiere. Weil die sich alle einig, weil die sich alle einig sind. Genau wie da geht los. Ja, ich krieg auch bloß 820 Euro Rente. So, da habe ich aber 10 Euro zu viel. Ich habe genau 546 ja, oder ja, so ja, glaube, am Plan. Ja, ja, ja. Aber Rest muss mir zum Wohnen. Ja, entweder muss Wohnungstrag gibt ja was zu. Oder nachher, oder du musst schon mal, wenn die da nicht zahlen, schicken sie zum Rathaus, also in die Donaustraße. Ja, je nachdem. Ich habe mir zum Neukölln geschickt. Ja, ja, ich weiß, Neukölln, Donaustraße. Egal, oh. Bei Rathaus. Ah, ja, ja. So, also haben sie mir auch genauso dasselbe. Wie BVG-Pass, haben sie mir gestrichen. So, man legt natürlich, wie gesagt, 10 Euro. Wohnungsamt das erste Mal. Na, ich kenne diese, aber ich früher, ja, ich habe von Wohnungsamt. Ich kenne das auch alle, Guckt, da geht ja aus, wir haben da. Bis brauchst du ihren Zettel. Anstehen, warten, fressen du der raus. Jetzt haben sie zwei gefunden. Ich mach mal hier kurz aus. Pause. Genau, ich habe auch Termine, weil so mit guter Anwalt, weil ich kenne mich die Sache. Jetzt weißt du mit der ganzen Rente und diese ganzen Gesetze, ich muss richtig aufpassen. Wo sonst weißt du, Probleme. Bist du weg? Und ich weiß es nicht, was machen, weißt du, wenn das dann, ich muss mir eine andere Wohnung suchen, weißt du, so eine billige oder so, oder kaufen Wohnung, oder ich weiß es ja, nicht. Ja, dann kaufst du dir halt eine Wohnung für 5.000. Wow. Die kosten nicht mehr so viel, hier habe ich gehört. Was ich kaufe hier? Nee, gar nichts. Ah, oh, wow. Rückschatt, Rückschatt. Da ist es. Rückschatt. Ich habe so bis hier Probleme, weißt du? Ich weiß es nicht wirklich was, welche Richtung. Mein Vater macht gleich die Scheiße. Der Vater macht gar keine Scheiße, alles gut. Das ist normalerweise. Hallo. Hola, Coco. Also 500, weißt du, ja? Ja. Das funktioniert gar nicht, ja? Das ist doch fest. Das ist doch fix. Ach so, oder? Das ist fix. Das ist permanent am Drehen. Das ist gut zum Trainieren oder so, aber. Die Nabe kostet Laufrad, nehme ich 500. Wenn der komplett fertig ist, nehme ich 700. Bessere kriegst du nicht. Gibt es keine bessere Offenbarung. Yeah, that's what you're not.
why maybe like a microwave size would yeah. be... Yeah, aber ich muss mich an der Wohnung suchen. Der Scheiße, der jetzt für den Scheiß Wohnung, wo ich wohne, fast 500 Euro, ich muss sagen. Schimmel, alles Scheiße. Und dann will weg, schnell, da will ich mich gleich auch. So, noch kommen wir dann für dich. Nee, ich glaube nicht. Hä? Ich glaube nicht. Grünes Glas war drin. Bitte? Grünes Glas war drin. Glas. Was ah, das? Glas. Glas. Okay. So? Vorne? Ich weiß nicht. Vielleicht. Ein bisschen. Vielen Dank. Bitte, bitte. Dankeschön. Ja. Tschüss. Hallo? Ja, bitte? Hallo. I got you keys. Ah. And your fellow. That's good. Your bike. That's very good. Your name? Meffre. Julien. Meffre. Meffre. Fahrrad vorbeigebracht. Danke dir. Ja, ciao.
Hält der die Schraube fürs Erste, wenn es nicht fest ist, schau ich rein. Zange? Ja, das stimmt. Hallo. Was brauchst du? Der Uli hat hier einen Schlüssel für mich hinterlegt, für Andreas. Oder? Sein. Ja, perfekt. Da lohnt sich jetzt die Zeit zu investieren. Bei einem anderen. Bei einem anderen hätte man so wegschmeißen. Wenn man schon. Wenn man schon macht, dann nicht. Die Nägel sind ja auch ein bisschen stabiler, also für ein Ding und nicht für hier und hier. Echt verbiegen. Da haust du sehr hoch, auf dem, kaputt mit Gewalt, oder? Super.
mal. Vielleicht geht's auch so fest genug. Nee, jetzt musst du es mit Verschwung. Schrachte. Und jetzt? Ja, ich glaube, wenn ich was zum Festhalten hätte, dann könnte ich noch ein bisschen fester machen. Aber ja, jetzt durch die Speichen wahrscheinlich. Ja. Dankeschön. Und den Schlüssel da, den Imbusschlüssel, nimmst du die kurze Seite aber, ja? Was? Von den Imbusschlüsseln benutzt du die kurze Seite, nicht die lange. Die kurze. Die kurze? Ja. Bombenfest. Oh. Was kriegst du? Genau, was du geben magst. Danke. Bis hier.
Ciao. Freddy, was soll ich noch sagen? Check beendet.
nimmt der schon auf, um Himmels Willen. Fälschung! Woran erkennst du? Ja, das merkt man. Ich bin mir zwar auch ziemlich sicher, aber nicht. Wenn eine gute oder eine schlechte? Wo ist denn der Rest hier von der Uhr? Nicht da. Du meinst den Ring, ne? Die Lünette, ja. Die was? Lünette! Lünette heißt das. Was ist das? Ist das, was fehlt. Was fehlt denn? Der Ring. Ja, okay. Lünette. Ich hab den Ring. Mensch, so mit Referenz. Genau, einmal, Licht geht, alles funktioniert. Ja, gut. Achso, ja, 45 waren es, genau. Also hier Licht, da, ja. An, aus. Das wollen wir noch mit hier reinmachen. Was kann ich auf die Tür machen? Eine Idee. Na, da gibt es so Schaumstoffgriffe. Also ich habe sowas nicht, aber Schaumstoff, weißt du, was das ist? Schaumstoff? Ja, habe ich kein Google oder Kaufhänger vielleicht. Ja, also das ist für Rennräder jetzt, ja. Aber so eine langen Dinger gibt es auch mit so ganz weich, so Schaumstoff. Ah, so, Soft. Ja, sorry. Und das kannst du dann da rummachen und die Schaltung muss vorher ab. Das muss ab. Und dann kannst du die mit Wasser drum und dann wieder alles ran. Ja. Bitte.
doch gar nicht. Das ist der größte Style, oder? Rolex-Fälschung. Eine Stunde schon wieder an. Ah, oh, wollte ich gar nicht. Mach aus.